Auch nur an der Fußball-Regionalliga thront seit dem dritten Spieltag auch der FC Carl Zeiss Jena. Und wenn die Mannschaft so weitermacht wie bisher, könnte am Ende der lang ersehnte Aufstieg in Liga 3 winken. Erst recht nach einem Sieg, der vorher so nicht unbedingt zu erwarten war. Gestern Abend im Thüringen-Duell bei Wacker Nordhausen. Eine Partie unter ganz besonderen Vorzeichen, für die vor allem die beiden Trainer verantwortlich waren. Es gab offenbar so einiges zu erzählen für die beiden Trainer nach 7 Jahren. So lange ist es her, dass René van Eck Übungsleiter in Jena war und Marc Zimmermann sein Assistent. Ein Duell unter Freunden also, zumindest an der Seitenlinie. Nicht so aber auf dem Rasen, wo die Gastgeber in Blau diesen zu kurz geratenen Rückpass eiskalt ausnutzen. Harrer in die Mitte auf Kovac, 1:0. Nach nur 4 Minuten Vorteil Wacker und René van Eck. Eigentlich also genau das, was den Nordhäusern in die Karten spielen sollte gegen den Tabellenführer. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Zeiss fortan die deutlich überlegene Mannschaft, die noch dazu richtig guten Fußball spielte. 24. Minute, der Ausgleich durch Timmy Thiele. Starke mit dem Pass genau in die Schnittstelle und Thiele mit Zug zum Tor gegen Nordhäuser, die nach der frühen Führung jegliche Struktur vermissen ließen. Das Problem war, dass wir nicht richtig dann defensiv verschoben haben. So, wir haben das angesprochen. Wir haben es gestern auch im Training schon trainiert gehabt. Aber dann musste natürlich laufen. Und das war dann, erste Halbzeit war das dann nicht der Fall. Und das lud die Gäste förmlich zu weiteren Treffern ein. Nur 10 Minuten später wieder Thiele und Starke im Zusammenspiel. 2:1 für den Spitzenreiter. Erneut Thiele mit Saisontor Nummer 10. Und der Vorteil nun auf Seiten von Marc Zimmermann gegen seinen Ex-Cheftrainer. Der eine Minute vor der Pause gar mit ansehen musste, wie sein Ex-Club die Führung noch ausbaute. Ecke Wolfram genau auf den Kopf des aufgerückten Justin Gerlach. 3:1 zur Halbzeit und hängende Köpfe beim Nordhäuser Anhang. Allerdings muss van Eck in der Pause die passenden Worte gefunden haben. Denn Wacker kam mit deutlich mehr Elan aus der Kabine, der sich nur 7 Minuten nach Wiederanpfiff auszahlte. Pesolat mit dem Kopf zum Anschluss nur noch 2:3. Ein Silberstreif am Nordhäuser Horizont. Den der FC Carl Zeiss in Person von Maximilian Wolfram aber 11 Minuten vor Schluss einfach ausknipste. Traumtor zum 4:2 Endstand und ein heißer Abend im Jenaer Fanblock. Ja, ich freue mich erstmal, dass es uns gelungen ist, das erste Mal in der Saison ein Spiel zu drehen. Ja, dass wir nach einem Rückstand nicht lange gebraucht haben. Und dass René van Eck als einer der Ersten zum Sieg gratulierte, es passt zu der besonderen Geschichte dieses Spiels.